Yo Leute, was geht und willkommen auf dem Grub Asian Kanal. Ich habe heute eine zweite Soundbox am Start, weil wir mal testen wollten, wie es denn so ist, wenn man sie zusammen koppelt, wie leicht es funktioniert. Zum Beispiel, wenn man die Lautstärke ändert, ob dann beide automatisch lauter werden oder ob man separat jede einzelne ansteuern muss. Wir haben sie selber noch kein einziges Mal zu zweit gehört. Wir haben sie auch noch nie gekoppelt miteinander, weil ich das einfach aufnehmen wollte, wie einfach das funktioniert oder wie schwer es funktioniert. Ich habe mir auch die Frage gestellt, wie es so ist, wenn man eine anmacht und dann lauter stellt, ob die andere dann auch automatisch lauter wird oder ob man jede separat ansteuern muss. Es tut mir leid, die Lautstärke kommt gar nicht im Video so rüber, wie sie wirklich ist. Es ist so krank laut, eine allein schon, und ich bin so gespannt, wie die jetzt zu zweit klingen. Mir haben Leute letztes Mal geschrieben, die wohnen am anderen Ende vom Dorf, ob ich wieder auf dem Kreuzberg hier oben bin, obwohl ich aus dem Dorf raus schalle. Und deswegen bin ich absolut gehypt und schaue einfach mal, wie es heute so aussieht mit den zwei Boxen. Genau, mir haben auch noch welche drunter geschrieben, dass ich unbedingt mal die Rockstar testen muss mit der Soundbox. Ich habe auch jemanden, der hat mir schon gesagt, der kann sie mir gerne zur Verfügung stellen. Aber das kommt mal im anderen Video. Heute geht es nur um die zwei Babys hier. So, dann setzen wir mal die eine auf Join und die andere setzen wir mal auf den Host. Okay, okay, wir haben jetzt noch die App noch nicht gestartet. Ich gehe jetzt einfach mal in Spotify rein und lasse mal was ablaufen und schauen, ob sie jetzt schon automatisch verbunden sind oder nicht. Okay, man muss auf jeden Fall beide separat lauter und leiser stellen. Was eigentlich auch Sinn gibt, weil vielleicht musst du eine komplett im Haushalt hinstellen, die drehst dann natürlich lauter als hier deine eigene. Jo Leute, was ich ganz vergessen habe zu sagen ist, die Boxen haben sich wirklich von alleine gekoppelt. Da musstest du nicht mal irgendeinen Knopf drücken oder in die App reingehen. Die haben sich von alleine gesucht, gefunden und dann ist die Musik schon losgegangen. Das hat so einfach funktioniert, deswegen habe ich es komplett vergessen zu sagen. Das ist einfach richtig genial. Und jetzt testen wir mal, ob die beide gleich laut sind. Also ich mache die jetzt auf volle Pulle und die auf Stufe 1. Und die Box ist ja der Host. Und danach machen wir mal den Join, die Join Soundbox an. Auf volle Lautstärke und dann machen wir die andere Host auf 0 oder auf 1 und dann schauen wir einfach mal, ob beide auch gleich laut sind, egal ob sie im Join oder im Host sind. So Leute, wir haben es jetzt einfach mal miteinander verglichen. Also Koppelung absolut easy. Lautstärke kann man also auch synchron laut und leise machen, wenn man es einfach bei den Boxen ganz laut macht. Sonst kann man auch separat jede Box steuern. Von der Lautstärke unmenschlich laut. Wirklich, also wenn man zwei Boxen oder drei Boxen, oder ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie es mit fünf Boxen ist. Es ist einfach nur ein Träumchen. Wirklich sowas zu besitzen, ist einfach der Hammer. Und jetzt noch einen Marv zu kennen, der auch eine hat. Richtig geil. Lautstärke ist wirklich unnormal laut. Klang ist super. Kein Delay, also die Verzögerung zwischen den zwei Boxen, es ist wirklich glasklar. Da ist keins, was ein bisschen später kommt oder sowas. Die wird auch nicht leiser, eine oder so von beiden, wenn man die eine auf Join hat oder die andere auf Host. Die sind wirklich beide gleich laut. Falls ihr noch Fragen irgendwie zu irgendwas habt, dann schreibt sie mal unten in die Kommentare, sonst könnten wir noch mal einen zweiten Teil machen. Ich habe mir jetzt einfach nur gedacht, die Fragen, die ich mir gestellt habe, die wollte ich jetzt einfach in dem Video mal bringen, um sie mal zu klären, um Leuten auch zu helfen, die jetzt zum Beispiel das noch nicht gemacht haben. Ich kenne ja auch sonst Marv bis jetzt noch niemanden, der eine Soundbox 3 hat. Deswegen war es echt mal cool, mal zum Auszuprobieren. Danke auch nochmal an dich, Marv, dass du auch die Kamera hältst. Jo, das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ein paar Fragen konnte ich klären. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.